Hi Freunde, herzlich willkommen. Danke fürs wieder dabei sein zum nächsten Part hier und heute zum Schalke Let's Play. Und wir sind in der Winterpause und haben aktuell den 13. Januar. Und ich habe jetzt tatsächlich gerade die beiden Testspiele übersprungen, weil ich auch schauen möchte, dass wir hier halbwegs vorankommen. Das heißt, ich mache das jetzt zumindest in den Saisonpausen so, dass wir die Testspiele überspringen und ich einfach euch die Highlights zeige und ein bisschen was übers Spiel erzähle. Und ja, hier seht ihr schon im Hintergrund einen Spieler, wo ich mich jetzt entschieden habe, ihn zu holen, nämlich Alexander Barbosa. Tatsächlich ist es, glaube ich, einfach so, dass der Typ ein wahnsinniges Schnäppchen ist. Wenn man sich so die Fähigkeiten anschaut, bringt er unfassbar viel mit. Und ich glaube, dass der schon so eine wichtige Rolle jetzt im Aufstiegskampf bei uns spielen kann. Und wenn man den ablösefrei kriegen kann mit seinen 28 Jahren, mit einem super Grundfitnesswert, der hat noch ein paar richtig gute Jahre im Tank und dazu auch einen ordentlichen Marktwert. Dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden, diesen Transfer zu tätigen. Und generell, ja, natürlich dadurch, dass ich die zwei Testspiele übersprungen habe, ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Und in dieser Zeit ist auch ein bisschen was passiert. Und ich lese euch kurz mal vor, was da so passiert ist, damit wir nichts vergessen. Habe mir extra Notizen gemacht. Und zwar folgendes: Beide Testspiele natürlich, dann haben wir 300.000 für den Jao-Transfer bekommen. Also da gab es noch eine Klausel drin, dass man nach einer gewissen Anzahl an Spielen, glaube ich, war das noch 300.000 bekommen. Die sind jetzt gekommen, das ist ganz cool. Dann den Dusun-Transfer, den ich bestätigt habe jetzt. Da hat jemand von euch dann auch geschrieben, ich soll ihn nicht nehmen, weil er drinnen hat, dass er nicht konstant ist. Muss konstanter werden, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass er gar nicht konstant ist, hätte ich es jetzt mal verstanden. Aber ich finde ehrlich gesagt trotzdem, dass der ein ganz gutes Talent ist und den kann man sich schon mal holen. Barbosa habe ich euch eh gesagt. Und wir haben ja noch ein Angebot abgegeben für Manuba, das Rechtsverteidiger-Talent von den Bayern. Jetzt habe ich eine gute Nachricht für euch. Ich habe ihn sofort verpflichten können. Und zwar, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Vincent Manuba, super Talent von den Bayern, ja, der uns rechts außen auf jeden Fall eine weitere gute Option gibt, vor allem weil Kosuki ja eigentlich eh nur umgeschult wurde und nicht wirklich ein Rechtsverteidiger ist. Und das Geile ist, wir haben den jetzt für 66.000 bekommen und der ist halt schon ein unfassbares Talent. Der kann halt auch ein richtig guter Spieler in der Bundesliga werden. Dementsprechend bin ich mit dem Deal eigentlich auch richtig zufrieden. Auch den habt ihr im Endeffekt in der Entstehungsgeschichte eh schon gesehen. Ja, und Kosuki habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich schaue mal, welche Vereine oder ob wir vielleicht ein Angebot für ihn bekommen würden. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, dass wir den vielleicht in der Winterpause dann verleihen oder abgeben, je nachdem. Wir brauchen ihn halt aufgrund der Taktik nicht wirklich. Und im Endeffekt, ja, man sieht, er hat solide Leistungen gezeigt. Aber spätestens, wenn wir in der ersten Liga sein sollten, mit diesen Defensivwerten hilft er uns rechts hinten halt nichts. Spätestens dann müssten wir uns wieder was anderes überlegen. Also Kosuki. Finde ich nicht so schlecht, wenn wir das jetzt so machen. Vor allem, wir haben ja die Vorschrift, dass wir deutsche Spieler holen sollen oder in Deutschland ansässige Spieler. Hier sehen wir es. Und jetzt haben wir da endlich mal wen verpflichtet. Das ist jetzt nicht ganz so optimal natürlich sonst, aber. Ja, jetzt haben wir zumindest mal den ersten Schritt getätigt. Gehaltsbudget ein, sind wir aktuell gewaltig im Minus. Ich weiß gerade nicht warum, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal kurz. 2,5 Millionen kriegen wir nämlich aktuell nicht zusammen. Warum sind wir vom Gehaltsbudget her im Minus? Weil ich Fährmann nach oben gezogen habe? Ich bin mir nicht sicher. Den sind wir nämlich wieder nicht losgeworden. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass er halt jetzt einfach mal bleiben kann und eine starke Nummer 2 wird. Auch das ist vielleicht ganz wichtig für diesen Aufstiegskampf. Ja, könnte sein, dass es daran liegt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen Geld, ja, ein bisschen Geld irgendwie lukrieren, damit wir aus dem Minus rauskommen. Denn das sieht der Vorstand natürlich auch nicht gerne. Die Frage ist, wo könnte man noch ein bisschen Geld lukrieren? Müssen wir mal schauen. Wie spielt man jetzt generell? Machen wir vielleicht mal kurz generell so die Aufstellung. Also wir haben natürlich die drei Innenverteidiger jetzt als Ersatz. Kalasch, Barbosa möchte ich jetzt ehrlich gesagt in die Mannschaft drücken. Dann wird wahrscheinlich Matriciani ins Zentrum kommen, würde ich fast sagen. Dass wir das so machen mit Barbosa links, Schuppamer rechts, Matriciani innen, weil den Tower, der ist nur geliehen, wir haben nicht wirklich eine realistische Chance, ihn zu holen, deswegen würde ich ihn eher als Backup nehmen. Baumgartl, ja, müsste man eigentlich auch schauen, dass der spielt, wenn er fit genug ist.
Ist Matriciani von der Rolle her auch Stammspieler, Jobama sowieso? Da müssen wir einfach schauen, wie es sich entwickelt. Ich meine, wir werden sowieso rotieren müssen. Baumgartl quasi erster Ersatz. Kalasch ist für mich einer, auf den wir eigentlich verzichten könnten. Da könnte man vielleicht ein bisschen Gehalt frei bekommen. Gibt momentan aber kein Interesse an ihm. Ich setze ihn mal auf die Transferliste, dass wir da vielleicht ein bisschen Geld lukrieren können. Ja, Manuba haben wir rechts hinten, links hinten den Sassares, der neu gekommen ist. Dann hätten wir noch auf der Bank Tempelmann, Seguin, Jeka. Da müssen wir dann halt schauen wegen der Offensive Osmani. Dann hätten wir den jungen Krüger hier noch. Da haben wir Kosuki eben. Den habe ich jetzt schon angeboten. Schauen wir mal, ob ein Spielervermittler vielleicht helfen könnte. Boah, okay. Da kommt nicht viel rein. Wir haben ihn für 400.000 aktuell mal geschätzt bekommen. So, Schmied. Ist jetzt auch die Frage. Schmied, Washington, Lazme ist jetzt momentan drin. Da würde ich dann natürlich den Top spielen lassen gegen den HSV, wenn er fit genug ist. Und ja, der Niklas Dörr, da zeige ich euch ganz kurz dann gleich mal das Testspiel. Der hat nämlich im Test gleich mal gewonnen. Den haben wir nach oben gezogen. Schauen wir uns vielleicht jetzt einfach mal kurz die zwei Testspiele an. Wir haben ein 7 zu 1 gegen Cercle Brügge. Das sehen wir halt. 7-1 ist natürlich heftig, aber wir haben lange Zeit in Überzahl agiert. Und ja, das hier gegen Zulte Waregem aus Belgien schon ein bisschen aussagekräftiger, finde ich. Beides natürlich gar keine schlechten Gegner. Und man sieht hier mal, wir sind klar überlegen in allen Belangen, haben absolut verdient gewonnen. Schauen wir uns noch kurz die Tore an, damit ihr die auch gesehen habt. So. Da haben wir es. Also Tower mit dem Spielaufbau, Seguin mit dem Pass in die Tiefe, dann haben wir Sortea mit dem Pass in die Mitte und Washington. So ein klassisches Tor von uns, gefühlt. Hier sehen wir Schallenberg, der auf links rauslegt zu Sassares, Tempelmann und auch hier wieder der Ball in die Mitte und da hat Dörr super verwandelt. Das war eben sein Treffer in diesem Testspiel. Und ja, wie gesagt, der zweite Test, da waren wir auch bis zur roten Karte das klar bessere Team, aber im Endeffekt, ja, beim 7-1, was willst du da groß sagen? Was man natürlich erwähnen kann, ist gerade gegen Ende, aber da haben die Jungs das Spiel nicht mehr so richtig ernst genommen, ging der Expected Goals Wert massiv rauf und die hatten auch viele Chancen, was mich so eh schon so ein bisschen geärgert hat. Aber schauen wir uns hier vielleicht auch noch kurz die Tore an. So. Lassen wir mit dem 1-0, zweite Minute gleich mal. Dann haben wir Schmied, da waren wir schon in Überzahl. Sortea, Lassen wir legt ab. Und wieder Schmied. Schallenberg, Mörkin. Sehr stark von Noe Drogo hier. Dann haben wir Mörkin hier. Washington, der ablegt. Und Schallenberg, da war noch jemand dran. Deswegen war es, glaube ich, dann sogar ein Eigentor schlussendlich. Dann haben wir hier die Ecke, die nicht gut geklärt wird. Lassme mit dem Abschluss hat er auch richtig gut gemacht. Dann die Gegner hier. Beermann mit dem Fehler. 74. Dann haben wir hier Manuba. Mit der Flanke, die Terodde unterbringt. Also Manuba hier auch mal mit einem Assist gleich. Und hier Jäger, Baumgartl, Sassares und Tempelmann verwandelt. Zum 7 zu 1. So weit, so gut. So also die Tests. Und ja, was gibt es noch? Genau, ich habe noch einen Verkauf getätigt. Und zwar haben wir tatsächlich. Müssen wir kurz nochmal nachschauen. Wo ist er denn? Oder der Transfer ist noch nicht durch, das kann auch sein. Also Kurzfassung, ich habe Lasogga verkauft. Lasogga ging tatsächlich jetzt ablösefrei. Ja, da ist er eigentlich eh. Bielefeld. Im Endeffekt, ja, wie gesagt, ablösefrei, aber wir haben ihn zumindest von der Gehaltsliste bekommen. Das heißt, wir sparen uns 200.000 Gehalt von ihm. Und ja, dadurch, bevor der da in der zweiten Mannschaft hier irgendwie auf der Tribüne sitzt, ist es nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir echt überlegen, wo wir hier noch irgendwie den Kader vielleicht dann ein bisschen verkleinern. Der Bartel ist dann für mich Verteidiger Nummer 5 oder 6, je nachdem, den lasse ich auf jeden Fall in der Mannschaft. Dafür braucht man eben den Cissé nicht. Der wechselt sowieso auf Leihbasis jetzt, den schiebe ich einfach in die zweite. Ich schiebe auch Kalasch runter, weil dann kriegen wir vielleicht das Budget wieder hin.
Wo ist er denn da? Ist er? Ah, kann ich gar nicht. Moment. Geht's vielleicht, wenn ich jetzt hier wechsle? Geht's auch nicht. Okay, in die U19 könnte ich ihn verschieben. Spielervermittler kann ich auch anstellen, aber da scheint jetzt auch nicht wirklich was zu gelingen. Bisschen doof. Dann, ja, zentrales Mittelfeld mit Tempelmann, Seguin und Xhaka haben wir eigentlich drei ganz gute Spieler, wobei man jetzt sagen muss, ich bin mit Xhaka ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden. Also er funktioniert bei uns nicht so richtig, egal in welcher Rolle. Wir sehen hier keine einzige Torbeteiligung, Note von 6,78. Da könnte man auch durchaus mal nachfragen, wie es denn so aussieht. Aber im Moment möchte da kein Verein ein Angebot abgeben, weil er halt auch noch nicht so lange bei uns ist. Gut, dann wäre es vielleicht an der Zeit, dass wir Osmani versuchen zu verleihen. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Mit Gehaltsbeteiligung und als Stammspieler, vielleicht kriegen wir ihn weg, ein bisschen einsparen und dass er eben Einsatzzeit schnuppert. Das gleiche könnte man bei Max Krüger probieren. Das wäre hier auch wichtig, damit die guten Talente wirklich Zeit bekommen. So, Stürmerposition. Terodde haben wir natürlich. Klar, der wird. Also ich möchte mit Top und Washington spielen. Terodde ist so die erfahrene Lösung auf der Bank. Und dann haben wir als Ersatz natürlich den Lasme und den. Theoretisch noch den Niklas Dörr. Da werde ich aber auch versuchen, ob wir den vielleicht verleihen können, weil auch der eben ein gutes Talent ist. So, was fehlt uns noch? Kosuki müssen wir noch loswerden. Häkkinen könnten wir ehrlich gesagt jetzt, wo wir. Ich meine, wenn wir Fährmann irgendwie noch wegbekommen, wäre ich jetzt auch nicht sauer, aber den will halt echt niemand. Wir können nochmal versuchen, ihn auf Leihbasis vielleicht wegzubekommen, ob sich da was tut. Aber wahrscheinlich eher nicht. Und ja, an Häkkinen ist momentan auch niemand interessiert. So, also wie gesagt, das waren sehr ereignisreiche Wochen, aber aufgrund der Wünsche, die ich in den Kommentaren immer wieder gelesen habe, dass ich die Testspiele überspringen soll, sind wir jetzt halt ein bisschen schneller vorangekommen. So, die würden gerne Yusufu einladen zum Probetraining. Was machen wir mit dem? Haben wir eigentlich. Ja. Eigentlich nicht ablehnen. Leihangebote für Kalasch, da sehen wir Kaufverpflichtung 210.000. Und wir sehen, dass die zumindest einen Teil des Gehalts übernehmen, 10.000 monatliche Gebühr. Das heißt, die übernehmen bis zum Sommer circa 60.000. Das ist jetzt natürlich auch nicht viel. Aber die Kaufverpflichtung ist praktisch. Aber er hat kein Interesse, eigentlich mit Viborg zu sprechen. Von daher wird es nicht viel bringen. Wir können hier auf 50% gehen, dann bieten sie hier ein bisschen mehr. Ich nehme es jetzt einfach trotzdem mal an. Wir schauen dann hier noch. Da haben wir 11.000 im Monat. Das ist jetzt bis zum Sommer eigentlich ganz ordentlich. Schauen wir, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was reinverhandeln können. 10% und 9.000, das sind dann insgesamt, ja, ist immerhin auch ein bisschen was. Wäre auch wieder eine Kaufverpflichtung drin. Dann schauen wir, was wir da noch so für ein Angebot haben. Nichts, absolut gar nichts. Ja, gut. Keine guten Angebote, muss man ganz ehrlich sagen. Braunöder. So, die hätten gerne unseren Scout. Wir würden 750.000 Entschädigung bekommen. Ich meine, das ist ein super Scout. Aber ganz ehrlich, 750.000 Entschädigung würde ich natürlich super gerne annehmen. Also schauen wir mal. Ich habe bei den Finanzen jetzt, ich werde den Vorstand mal fragen, ob wir ein bisschen mehr Gehaltsbudget bekommen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber ich versuche es einfach mal. So, Kozuki. Die wollen auch, dass wir 200.000 vom Gehalt übernehmen, bis, ja, wie lange läuft sein Vertrag? Bis nächstes Jahr im Sommer. Ganz ehrlich, Gehaltsbeteiligung mache ich sicherlich keine, jetzt momentan, wo wir das Problem haben mit den Summen hier, mit den Gehaltszahlungen. Das streichen wir raus und dann werden wir ihn nochmal versuchen anzubieten. Ich würde auch, jetzt geht es wieder nicht per Laie. Ich wollte gerade sagen, ich würde Kosuki auch noch zur Leihe anbieten. Ich finde es schade, dass man irgendwie gefühlt jetzt mit diesem Transfer-Room nicht mehr beides machen kann. Angebot für Tim Schmidt. Nicht benötigtes Talent. So, Cissé ist jetzt dann weg. Der geht nach Zürich auf Leihbasis. So. $350.000 würden die anbieten für ihn. Schauen wir mal, ob er da Angebote reinholen kann. Die Eintracht hat angeblich Interesse. Das ist ja spannend. Aha.
Ja, ich meine, ich glaube, wenn du eine Position hast, wo der wirklich reinpasst, dann kann das schon Sinn machen, den spielen zu lassen. Also kann ich schon verstehen. Gibt es irgendwelche Klauseln, die man noch verkaufen können? Bülter. Wenn wir die verkaufen, 10% der nächsten Transfersumme gehen, würden an uns gehen. Ja, gut, das wird jetzt nicht mehr mega viel sein, ehrlich gesagt. 10% wären zwischen 50.000 und 500.000. Verkaufen könnte man die Klausel für 319. Ich mache das jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen Geld lukrieren. Weston McKennie, was haben wir da? 600.000, 5% der nächsten Transfersumme. Vertrag läuft noch bis 2025. Ja. Warten wir noch ab. Dann haben wir hier nicht viel. Malik Djao. 10% der nächsten Transfersumme würden an uns gehen. Zwischen 8 und 12 Millionen. Wenn wir sie verkaufen, kriegen wir 5,8. Das müssen wir eigentlich auch abwarten. Rodrigo Salazar, 10% der nächsten Summe gehen auch an uns. Der hat noch recht lange Vertrag. Ja, das ist natürlich auch nicht unbedingt vernünftig. Da warten wir einfach mal ab. So, wir halten jetzt ein bisschen, Transferbudget wurde ein bisschen erhöht, das ist nicht wirklich viel eigentlich. Buschkowski 100.000 und auch ein bisschen Gehalt. Ich möchte endlich raus aus diesem Minus vom Gehaltsbudget her. So, jetzt sind wir zumindest aus dem Minus draußen, Budget haben wir zwar keines mehr, aber immerhin. So, Fährmann möchte Zukunft diskutieren, warum ich ihn für eine Ausleihe ins Spiel gebracht habe. Dann reden wir mal mit ihm. Sie brauchen Einsätze? Gut. Also Fährmann will definitiv nicht weg. Ich glaube, den müssen wir sowieso irgendwie aussitzen. Wir können ja einfach mal schauen. Vielleicht kommt irgendwann noch ein ganz gutes Angebot für ihn rein. Apropos, gutes Angebot. Kosuki sehen wir hier, 350.000 von der Eintracht. Ich versuche jetzt mal eine Beteiligung am Weiterverkauf rein zu verhandeln. 15%, das ist schon ganz cool. Wir sehen hier einen Transferwert von 1,4, vorher waren es 400.000. Ich nehme das jetzt einfach trotzdem mal an. Weil ich schätze, dass er vor allem also mit der Eintracht auf jeden Fall reden möchte. Das können wir auch alles annehmen und dann haben wir hier natürlich das Thema. Das ist ein super Deal. 17.000 im Monat ist für mich auch okay. Beteiligung am Weiterverkauf auch noch 30%. Also das wäre eigentlich ein richtig gutes Angebot. So, und dann kommt hier noch rein. Wir haben hier 400.000 würden wir für Kalasch bekommen. Und er hat aber auch kein Interesse mit Tromsø zu reden. Es ist halt auch schwierig. So, Krüger 3 bis 4 Wochen verletzt. Das macht es jetzt natürlich schwierig, ihn zu verleihen. Gashi haben wir versprochen zu verleihen. Das werden wir gleich nochmal versuchen. Stammspieler natürlich. Dann haben wir den hier noch, den wir verleihen wollen. Ich lasse das jetzt mal nicht ausgewählt. Ja, wobei, fordern können wir es ja. Ob es jemand bietet, ist dann die andere Geschichte. Aber das sind ja diese jungen Talente, die wir vor kurzem verpflichtet haben. So, Gehaltsbudget haben wir natürlich keines bekommen, das war zu erwarten. Brannbergen hat Anderson verpflichtet. So, da kommen jetzt noch ein paar Scouting-Berichte rein. Carlos Alcaraz von Southampton. Ja, super Bericht. Danke, liebe Scouts. Ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Maximilian Bauer, ja, ähnliches Thema. Packe ich mal auf die Auswahlliste, weil er halt auch vom Alter her super interessant ist, aber wird natürlich auch nicht klappen. So, Osijek mit einem Angebot für Kalasch. 14.000 im Monat, das ist schon mal nicht so schlecht. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Er hat auch kein Interesse, mit Osijek zu reden. Ich könnte nur grundsätzlich mit ihm reden, ob man den irgendwie dazu bringen kann, dass er dort hinwechseln möchte. So, und jetzt haben wir gerade Angebote bekommen, die nicht wirklich interessant sind für Ajan. Also, dass der da in einer Amateurliga kickt, da ist er bei uns in der U19 besser aufgehoben. Gut, und wir haben jetzt tatsächlich einen Scout verloren, aber 750.000 Abfertigung bekommen, das ist schon ganz okay. Wir haben sowieso anscheinend zu viele Scouts. Ah ja, stimmt. Die haben ja die Anzahl der Scouts bei uns runtergedreht. Aber gut, schauen wir mal. Kosuki tut mir echt fast ein bisschen weh, aber wie gesagt, durch die Position können wir ihn schon mal eigentlich echt nicht brauchen. Rechts hinten ist er defensiv zu schwach. Das passt schon.
Zu Eupen hat er Interesse zu gehen, interessanterweise. Ich versuche hier ein bisschen mehr rauszuhandeln. 12.000, das ist gar nicht so wenig im Monat. Damit kann man nämlich schon einen Teil des Gehaltes dann abdecken. Nicht viel, aber ein bisschen was. So, Fraser Forster, das ist nett, aber wir haben schon einen alten Torhüter auf der Bank sitzen, der viel kostet. Damals 35.000 verpflichtet, bekommen für die Verpflichtung, für den Weiterverkauf. So, Krüger. Wir sehen hier, Leihgebühr wäre drin, aber auch das hier wieder. Also er hätte Interesse, zu Waldhof Mannheim zu gehen. Die Angebote hier sind natürlich nicht interessant. Da möchte ich jetzt schon drauf schauen, dass wir eben, wenn wir da jemanden verkaufen, auch wirklich was davon haben. Also verleihen meine ich, was davon haben, dass der halt wirklich Spielpraxis dann auf irgendeinem Niveau bekommt, das uns auch was bringt. So, Uedrogo, Matriciani und er trainiert noch gut. Dörr. Werden wir auch loben. Und dann geht es jetzt tatsächlich ins Spiel gegen den HSV. Sehr, sehr schön. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Tabellenvierter gegen Zweiter, richtig schönes Duell hier natürlich. Das wird sicherlich nicht easy, aber die Fans und auch der Vorstand erwarten einen Sieg. Das heißt, der Druck ist groß. Sind wir mal gespannt, ehrlich gesagt. So, Barbosa kann spielen, Baumgartl maximal 45 Minuten. Jetzt müssen wir noch schauen, wenn wir hier, also die Bank ist zu groß besetzt, die können wir alle nicht mitnehmen. So, Top nehmen wir mit für. Ist die Frage. Ich würde einen von den zentralen Mittelfeldspielern, in dem Fall Scheka, zu Hause lassen und dann werden wir Top auch für Lazmir spielen lassen. Und Barbosa scheint fit genug zu sein, wir riskieren es auf jeden Fall. Oder wir starten mit Tower, damit wir die eingespielte Verteidigung haben. So, Fährmann hätte gerne die 1, die ist sogar frei, aber er kriegt die 39, einfach aus Prinzip. Und Manuba kriegt die 20. Let's go. Macht so weiter wie beim letzten Mal. Ich hoffe einfach, er meint das Testspiel hier, unser Assistent, der uns das da gerade empfohlen hat. Sind wir mal gespannt, wie gut der HSV hier spielt und wie gut wir es hier im Moment auf den Rasen bringen. Vorbereitung war ja wirklich sensationell, deswegen hoffe ich schon, dass wir jetzt ähnlich gut performen. St. Pauli hat ja gegen Kaiserslautern, kann man durchaus sagen, gepatzt, weil Kaiserslautern, glaube ich, ja gerade sogar auf einem Abstiegsplatz ist. Das heißt, die haben jetzt gerade wichtige Punkte liegen gelassen, dementsprechend wäre es noch wichtiger, hier heute zu gewinnen. Choupo-Moting auf rechts mit Sortea. Wir finden keine Lücke, der Pass zurück zu Tower. Schallenberg. Miet, super Antritt von Romano Schmid und er macht das 1-0. Drittes Saisontor von der Leihgabe von Werder Bremen und damit in der 7. Minute bereits die Führung für unsere Jungs. Super gemacht. Ja, auf engstem Raum hier. Richtig gut kombiniert und dann Schmid, der hier einfach einen super Antritt hat und durch die beiden hier durchkommt. Richtig stark von ihm. So, weiter geht's. HSV presst früh und aggressiv. Bisher haben wir uns da ganz gut befreien können in den Szenen, die wir gesehen haben. Mörkin auf links. Madrigiani, Schallenberg. Sortea und Fernandes fängt ihn sicher ab. Washington top und Fernandes. Top ist durch, super Abschlag von Müller und Top macht's. Müller mit dem Assist, 11. Minute, das 2:0 für unsere Jungs. Unfassbarer Start hier in diese Partie. Ganz stark von Top hier, wie er das löst.
Kopp nimmt den super mit, nicht gut verteidigt. Und Müller kriegt tatsächlich den Assist. Ah, nicht schlecht. 7,2. Die Hertha macht anscheinend wichtige Punkte hier im Abstiegskampf. 1-0 gegen Fortuna. Und top mit dem Freistoß. Der war gar nicht schlecht. Also ich lobe die Jungs mal. Das haben sie sich auch, glaube ich, verdient nach dem sensationellen Anfang. Schaut euch die Statistiken an. Also HSV zwar mit mehr Ballbesitz, aber wir kommen so richtig vielen Torchancen von 8 Schüssen, auch 5 aufs Tor. Was auch immer ganz wichtig ist, finde ich. Top hat Platz. Fernandes mit der Superparade. Schmied mit der Ecke. Schöpermann. Wieder Schmied. Nicht gut gemacht. Aufpassen jetzt. Aber aus dem Konter wird nichts. So, Müller. Schöpermann mit dem Riesenpatzer und Müller zum Glück ohne Probleme bei diesem Distanzschuss. Alles ganz entspannt. Also wir können extrem zufrieden sein im Spitzenspiel hier heute. Eine richtig gute Performance unserer Jungs. Jetzt der Pass in die Tiefe, Washington. Und jetzt habe ich gehofft, dass Fernandes vielleicht irgendwie patzt. Weil sonst hätte man die Szene auch gar nicht zeigen müssen, außer jetzt passiert was. Da kombinieren sie richtig gut. Jetzt haben sie hier Überzahl. Im Zentrum wird es gerade auch schwierig. Nicht gut verteidigt von Matriciani. Und boah, Müller. Richtig gute Chance auf den Anschlusstreffer. Jetzt hoffe ich, dass wir ohne Gegentreffer in die Pause kommen. Das wäre jetzt natürlich wichtig. So, Thea kann ihn, ja, klärt, geht kein Risiko ein. Und das war's. Wir führen 2-0, wir müssen aber auch wahnsinnig aufpassen. Also ich lobe sie. Wir hatten viele Schüsse, daher bin ich zufrieden. Wir sehen von der Leistung her Uedraogo heute nicht wirklich gut. Mörkin könnte besser sein, da könnte man Sassaris nachher bringen. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die zweite Hälfte. Und ja, um die 60. herum, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, um die 60. herum werde ich dann meinen ersten Wechsel machen. Vielleicht dann auch gleich Barbosa zu seinem Debüt bringen heute. Schauen wir mal, wie sich es ergibt. So, Sortea, Schöpermann. Wieder Sortea. Kleines Missverständnis mit Top hier. Der ist nämlich nicht wirklich gestartet. Der Pass war eigentlich richtig gut. Ist das fast ein bisschen schade. Schmied geht in den Zweikampf, aber auch nur halbherzig. Dann kommen die hier viel zu leicht durch und plötzlich ist Reis hier durch. Müller klärt zur Ecke. HSV jetzt also im Spiel. Die machen dort weiter in Hälfte 2, wo sie in Hälfte 1 aufgehört haben. Und wir jetzt hoffentlich mal wieder über einen Konter gefährlich. Woher Drogo? Muheim könnte durchaus das Gelb voll machen von mir aus, macht aber nicht. So, Washington. Also ich hoffe irgendwie echt, dass wir einfach jetzt durch einen Konter oder irgendwas, ganz egal wie, das 3-0 machen, weil der HSV wird immer stärker. Und das würde sie jetzt vielleicht ein bisschen killen heute in dem Spiel. Wenn man da in genau so einer Phase dann das 3-0 nachlegt. Aber es passiert nichts. Super abgefangen von Schöpermann. Schmied, top. Washington ist durch. Das muss aber auch Abseits gewesen sein, oder? Nein. Er lässt diese Riesenchance liegen. So, Mörkin mit der Ecke. Und dann werden wir wechseln. Washington ist hinten ganz frei. Uedraogo, wieder Mörkin. Wieder Uedraogo. Fernandes mit dem guten Reflex und damit die nächste Ecke. Romano Schmid.
Uwe Drogo auf Schmied, der bleibt hängen. So, das heißt, gerade in der Offensive sehen wir, dass wir jetzt hier so ein bisschen müde werden. Daher bringen wir jetzt mal frische Kräfte. Also Sasseres würde ich jetzt eigentlich ganz gerne zu seinem Debüt verhelfen heute. Aber solange es bei Merkin noch geht, würde ich es fast noch lassen. Washington heute nicht wirklich gut, da bringen wir den Brian Lasme. Und dann bringe ich den Barbosa für Tower. Ich schiebe den Madrigiani in die Mitte. Und dann kommt Barbosa zu seinem Debüt. Und Lasme natürlich auch einer, der gerade für diese Kontersituationen jetzt natürlich super werden könnte. Was für ein Fehler. Top stellt da gut den Körper rein. Sortea. Und knapp drüber. Lass mir mit dem Pressing. Gut. Da haben sie halt auch kein Problem, sich daraus zu befreien, weil da haben wir nichts anderes zugestellt. Dafür fängt Merkin den hier ab. Uedraogo auf Lasme, der ihn gut mitnimmt. Vorteil. Merkin wieder Lasme und da gibt es die Ecke. Lasme mit dem Kopfball drüber. Wir loben die Jungs. Van der Bremt jetzt aber mit einem guten Antritt. Aufpassen, Königsdörfer. Super Tackling von Merkin. Was? Wieso pfeift der Elfmeter? Nicht im Ernst. Der gibt ihn wirklich? Da war doch nix. Das war doch ein super Tackling. Ernsthaft, was ist denn das für eine Scheiße? Der VAR hat das bestätigt auch noch. Irgendwas stand aber unten mit Überraschung. Also anscheinend war das schon eine strittige Situation. Und jetzt wird diese Kackpartie gegen Ende jetzt noch spannend. Nicht so eine Entscheidung. Also das, sowas nervt dann schon ganz schön, muss ich sagen. Ich bringe jetzt den Templeman für den schwachen Uedraogo oder unauffälligen Uedraogo, sagen wir es mal so, schwach. Ist fast zu hart. Ja. Ein bisschen später attackieren vielleicht. Und dann schauen wir mal, dass wir das hoffentlich gut rüberbringen heute. Da haben wir Barbosa, Madrigiani, Schallenberg, Schmid, Uedraogo wieder auf Schmid. Der nimmt Sortea mit, da der Ball in die Mitte auf Top, aber das war abseits. Nicht so top. Können wir echt wegen einem geschenkten Elfmeter noch so richtig zittern hier. Also schreibt mir bitte mal eure Meinung in die Kommentare, ob das Elfer war oder nicht. Beziehungsweise habt ihr den Vorteil, dass ihr zurückspulen und euch das auch noch öfter anschauen könnt. Schreibt vielleicht, das wäre echt nett, mal dazu, was da im Textkommentar unten stand. Vielleicht können wir es dann ein bisschen besser beurteilen. Ich meine, es ist halt die Engine, man wird da viel nicht erkennen einfach. Da kann es natürlich sein, dass da jetzt irgendwas ist, was, ja, wie gesagt, vielleicht einfach nicht schön dargestellt wurde oder so, keine Ahnung. Ich stelle es jetzt hier mal alles ein bisschen defensiver, denn der HSV wird jetzt immer weiter drücken. Wir haben noch eine Wechselphase und noch zwei Wechsel. Das heißt, links hinten Sasseres und Seguin bringen wir noch ins Zentrum für Schallenberg. Und dann können wir noch hoffen, dass das jetzt reicht, um ehrlich zu sein. Ein bisschen nervös bin ich, wir fangen mit dem Zeitspiel an. Die Jungs beruhigen. Und jetzt müssen wir noch 4 Minuten überstehen. Beziehungsweise jetzt noch circa 2. Sasseres gegen Königsdörfer, zu weit weg, nicht gut verteidigt. Top gegen Muheim. Top holt ihn sich, klärt ihn vor den Strafraum, wo ich ihn auch erwürgen könnte. Aber die Jungs haben das gut gelöst. Und Sasseres mit Lasme links außen. Lasme zieht nach innen, Schmied. Und beinahe hier noch die Entscheidung in der 93. So, Einwurf, 95. Die Zeit ist eigentlich schon um. Schiedsrichter lässt aber noch immer weiterspielen, weiß nicht, worauf der gewettet hat. Und Müller hat ihn. Wir gewinnen verdient, auch wenn es zum Schluss ein bisschen knapp war. Aber absolut verdient gegen den HSV.
Gut gemacht. Ich lobe sie trotzdem. Weil, wie gesagt, ohne diesen geschenkten Elfmeter wäre das Ding nicht so knapp geworden. Damit sind wir jetzt tatsächlich Tabellenführer. Wichtige 3 Punkte heute. Und ja, alles andere ist eine Momentaufnahme. Dementsprechend möchte ich mich gar nicht zu viel mit der Tabelle beschäftigen. Aber schönes Ergebnis ist es allemal. Top war wieder gut. 11 Spiele ungeschlagen, 10 Spiele zu Hause. Und ja, der wechselt jetzt zu Kiel. Und ja, den haben wir eben auch, einer der zweiten Mannschaft war, den wir jetzt nicht unbedingt brauchen und deswegen hergegeben haben. Gut, von der Zeit her sind wir eigentlich eh schon am Ende. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten im nächsten Part. Schönes Traditionsduell mit Kaiserslautern und unter anderem auch der Deadline Day. Das dürfte sehr interessant werden. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.